Die Option Konvertieren zu NURBS muss für die 5-Achsen-Strategie nicht mehr eingeschaltet werden. Bei dem Bauteil werden die Taschen mit den roten Grundflächen mit einem 10 mm Fräser vorgeschoben. Die Flächenrichtung muss zunächst überprüft korrigiert werden, da die Vorderseite der Flächen bearbeitet wird. Die Bodenflächen der Tasche werden definiert. Die Deckfläche der Tasche wird definiert. Die Ordner mit den gesamten Flächen, den Bodenflächen und der Deckfläche werden in der richtigen Reihenfolge selektiert. Das Werkzeug wird aus der Werkzeugbibliothek ausgewählt. Aufmaß ist 0,2 mm, Stufentiefe 0,5 mm. Die Bahnen werden parallel zur Deckfläche berechnet. Abstand zur Fläche ist 5 mm, An- und Abfahrabstand im Vorschub sind 2 mm.